Hallöchen und willkommen mal wieder bei Assassin's Creed Valhalla. Und wie ihr seht, ich bin hier auf dem Weg zur Story-Quest. Die Mauern von Templeburf. Neues Gebiet entdeckt. Beaufortwickshire, so ähnlich. Ich habe kurz überlegt, ob ich da noch lang gehe. Aber ich denke, da müssen wir sowieso noch hin. Das sieht irgendwie cool aus, ne? Mit dem Geweih. So leicht lilafarben, dass sie dann aus dem Wasser ragt. Besser geschlagen als dein schweigsamer Freund. Der sagt nie wieder was. Wir haben euch alles erzählt. Lasst ihr uns jetzt gehen? Nein. Das kommt darauf an, was jetzt passiert. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Eivor, da bist du ja. Was ist mit den Gefangenen? Männer aus der Feste. Sie waren auf Wachgang. Wir haben sie ausgequetscht. Ogrod ist nicht hier. Die bewachen seine Frau Ethelsweed. Nach Tamelvjord haben die beiden sich wohl getrennt. Das habe ich von Cheolbert in Legrakester auch gehört. Cheolbert? Was hat der dort gemacht? Iva. Eine lange Geschichte, aber es geht ihm gut. Ich schickte ihn nach Heopedun. Was ist hier der Plan? Es wird nicht lange dauern, ehe jemand nach diesen Männern sucht. Wir müssen hinein und Ethelsweed finden. Die Königin ergreifen, um den König zu finden. Gute Idee. Hoffen wir, dass sie Erfolg hat. Eivor und ich werden uns darum kümmern, Ethelsweed zu holen. Möge Odin euch leiten. Okay. Hört sich nach Schleichen an. Die Sachsen werden uns nicht durch die Vordertür hereinbinden. Natürlich nicht. Nicht aufzufallen oder dein Langschiff nehmen. So oder so, ich folge dir. Ich versuche erstmal nicht aufzufallen. Habe ich immer gesagt, um herzustreifen und den König zu suchen. Vom Wikingerleben. Mit dir. Mit unseren Brüdern und Schwestern. Neue Lande erobern. Freundschaften schließen. Und wenn ich dafür so ein Wiesel quer durchs Land verfolgen muss, dann sei es so. Ich bin genau, wo ich sein will. Ich eben. Templeburg. Dieser Ort wird gut bewacht. Ich glaube, das ist nicht die beste Idee da hoch. Obwohl, nee. Der guckt in die falsche Richtung. Mal gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwo einen Durchgang finden. Das würde ich eigentlich ganz gut finden, glaube ich. Nicht ganz so hoch, mein Freund. Okay. Ist nur Pfeile. Ich hatte nämlich keine mehr. Mein Lady wird auf jeden Fall. Und du gehst da hoch und ich sie da nicht, ist klar. Mal erstmal rundherum ein bisschen Platz, wenn es geht. Bestimmt irgendwo auffallen. Ja, wie sieht es denn da unten aus? Die laufen hier hin und her. Kann ich nach dir pfeifen, mein Freund? Warte mal! Dann lösen wir das mal auf die Wikingerart! Ist klar. Der Tod erwartet dich! Au. Bin ich jetzt echt gesehen? Das fand ich eigentlich ganz cool. Die Armbrust hier.
Sieht auf jeden Fall geil aus. Kann ich sogar benutzen, wenn ich das richtig sehe, wa? Interagieren und sabotieren kann ich die. Ja, mal krass. Bestimmt aus, wenn die dann jemand benutzt. Hab ich jetzt schon wieder gesehen. Mann. Geht da nicht raus. Gut, dass die hier noch so weit verteilt sind. Habe ich jetzt sabotiert oder nicht? Schon. Okay. Wenn das Boot da unten liegen. Und sogar zwei. Lass es nicht so mit dem leise sein, mein Freund. Also ich auch nicht, von daher macht das nichts. Muss das? Aber schön, die haben irgendwie alle was zum Plündern hier. Wo laufe ich denn hier jetzt eigentlich hin? So, die soll eigentlich da hinten sein, wobei ich jetzt schon überlege, ob ich nicht dahin gehe. Erstmal. Nur Temple Birth noch ein bisschen kennen. Die sind auf jeden Fall gut gegen Schiffsangriff. Ja, das hast du nicht kommen sehen, mein Freund. Große Truhe, große Truhe. Jägermantel. Reichtum erworben, sehr schön. Okay, ich glaube, mehr ist hier nicht. Falls ich hier doch mal raus muss. Die Schnelle. Ibiaje, Schweinebacke. Ach, du hast hier gewartet oder was? Nee. Okay, jetzt wird es langsam, glaube ich, ein bisschen spannender.
Wen nehmen wir zuerst? Mit dem da. Wir wollen sich, glaube ich, gerade rumdrehen. Der Mistsack. Nämlich, dass hier irgendwie keiner drin so sein scheint. Wir haben echt alle was dabei. Glaube ich. Ich habe das hier oben noch nicht. Das zeigt mir nichts an. In die Richtung der Arsch. Also ich weiß nicht, ob das irgendwann vielleicht doch noch wichtig wird, die ganzen Dinger hier zu. Ich würde ja gerne sehen, was passiert, wenn da dann einer gegen geht. Ja, ganz cool. Ich glaube, hier war noch irgendwo einer, oder? Alles voll. Hier ist drin. Pfeile nehmen wir noch mal mit. Stehen irgendwie ein bisschen doof da unten. Keine mal, jetzt bin ich glaube ich einmal rum. Ich liebe. Echt, du gehst den jetzt angreifen, oder was? Ja, komm hoch. Dein Schicksal wartet schon. Aua. Das war's schon, mein Freund. Ich glaube, ich habe My Lady entdeckt, zumindest am Lichtzimmer. Scheint irgendwo da drin zu sein. Hier gibt es noch ein paar Schätze. Ich glaube, hier muss ich nicht unbedingt rein, oder? Das Soldatenquartier. Ethel Suite könnte hier sein.
Habe ich eine ganz gute Idee. Klatsch, das hat gefunden. Mal gucken, ob wir für den Rest noch einen besseren Weg finden. Ganz schön fliegen, mein Freund. So, die erste Truhe. Kohle machen wir schon. Okay. Bisschen überrascht. Hey! Genug jetzt! Okay. Du. Okay, ich scheine hier erstmal richtig zu sein. War doch hinter der Mauer. Boah. Das ist immer zu spät. Verdammt. Das Buch des Wissens. Neue Fähigkeit, durchschlagender Schuss. Zusammen. Naja, ein paar fehlen natürlich noch. Schieße einen Pfeil mit genug Kraft ab, um beinahe alle Hindernisse zu durchschlagen. Okay. Das heißt, theoretisch kann ich dann durch die Wand schießen. Da geht's rein. So, my lady. Ihr drei, verschwendet. Lady Ethelsweet, Burgred hat sich alle Mühe gegeben, euch zu verstecken. Aber ganz erfolgreich war er nicht. Lasst meine Mägde frei. Sie haben nichts mit unseren Streitigkeiten zu schaffen. Hörst du das, Eivor? Edel, selbstlos. Mit so jemandem muss man Vereinbarungen treffen. Eine außergewöhnliche Frau. Wir sind nur auf der Suche nach dem König. Sag uns, wo Burgred sich aufhält, und wir werden kein Blut vergießen. Bitte, ich weiß nichts. Gut gemacht, Sigurd. Sie versteht nur den Ernst der Lage nicht. Aber das wird sie schon bald. Moment. Das sind Hände, die Wäsche waschen. Die Hände einer Dienerin. Sie soll uns täuschen. Oh, warte! Die Mägde haben mich gefunden! Bewacht die Mägde! Ich folge Ethelsweet! Jetzt muss ich auch noch rennen hier. Ich bring dich um! Richtig auch. So, Jungs, hab keine Zeit für euch. Ja, verdammt. Hätte wahrscheinlich an sich besser, glaube ich, mein Schiff gerufen.
Verdammt. Ja, bis darüber schaffe ich es jetzt. Irgendwo die werden gleich anlegen. Sehr schön. Oh, was ist mit dir los? Jetzt habe ich dich auch. Da. Du bist ganz schön geschwungen, mein Freund. So, my lady, jetzt verschwinden wir mal die Hand an mich zu legen. Wo muss ich denn jetzt hintragen? Den ganzen Weg zurück, oder was? Du machst es uns wirklich nicht einfach. Finger weg, du heidnische Gestalt! Wo sind denn plötzlich deine Manieren hin? Das frag ich auch. Lass mich gehen! Ich befehle es! Das geht sogar. Nach allem, was du versucht hast? Hey. Ich bin doch nicht verrückt. Ist dir überhaupt bewusst, was du hier tust? Ich bin die hohe Lady von Mercia. Ja, ja. Leute. Das solltest du nochmal überdenken, deinem Volk zuliebe. Wer weiß, wie viele noch sterben müssen durch meine Leute. Du machst mir keine Angst. Dann bist du töricht. So. Irgendwie bin ich jetzt, glaube ich, im Umweg. Naja, durchs Wasser, aber ich weiß nicht, ob die dann ersäuft. Ja, ist ja nicht mehr so weit. Sweet. Nicht dein bester Tag, was? Der Herr wird deine Seele verdammen, wenn er sie findet. Ein guter Fang, Eivor. Sie dichtet fast besser als du. Wo ist meine Kathleen? Was habt ihr mit ihr gemacht? Ach, deine Magd, meinst du? Die sich mutig in edle Gewänder warf? Die ist angekettet, zusammen mit den anderen. Ich bring die Weiber nach Tamelfjord, damit sie gesprächiger werden. Wenn sie auch nur einen Kratzer bekommen. Rede mit Sheolwulf. Vielleicht hat er eine Idee, wie wir zu ihr durchdringen können. Wir sehen uns dort. Das tun wir. Sigurd, was ist mit diesen Gefangenen? Wir haben, was wir brauchen. Lass sie frei. Neue Quest, dem Glück nachhelfen. Die Mauern von Tempelwolf auf dich gesehen. So, sehr schön.
Aber die zwei Schätze, die muss ich mir noch holen. Deswegen gehen wir da jetzt noch mal rein. Okay. Wollte ich jetzt eigentlich so nicht. Interessant. Wir werden sofort angreifen. Na, ja, ist klar. Was will ich büßen? Das ist ja schlafhaft, mein Freund. Hört sich irgendwie gerade so ein bisschen bayerisch oder österreichisch an. Ich hätte, ich bin zu weit oben. Okay, das ging einfach. Reichtum erworben. Sehr schön. Ein kleiner oder zwei waren hier noch, glaube ich. Hier. Direkt vor meiner Nase. Bin ich jetzt einfach nur blind? Auch da unten. Der unten. Guck mal, den noch ein bisschen da runter. Mit euren verdammten Bogenwaffen. Ich muss echt mal mehr ausweichen benutzen. Verdammt. Papa. So, was habt ihr nun davon? Okay, der war eigentlich Verschwendung. Wo ist denn der letzte? Da oben. Diesmal wendest du dich nicht raus. Ja.
wenn er muss rein. Na, komm her, wenn du bereit bist. Okay, das war bereit. So. Jetzt ruhig. Gut, dass hier ein paar Mahlzeiten rumstehen. Sehr schön. Leofrids Anweisungen. Die Dänen haben Edelzwiff noch nicht zu Gesicht bekommen. Sollten sie die Feste stürmen, werden sie sie nur an ihren Gewändern erkennen. Lass sie deshalb mit einer ihrer Mägde die Kleidung tauschen. Sie wird sich dagegen verwehren, um ihr Vertrauten nicht in Gefahr zu bringen. Doch sie muss alles Notwendige tun, um einer Gefangennahme zu entgehen. Hat nicht gereicht. So, wie komme ich denn jetzt da hin? Ach, ist ja offen. Ich habe mir jetzt schon einen Weg gesucht, tolle Wurst. Versuchen wir den mal auf der Karte zu markieren, ob das klappt. Was da war. Kann ich hier kaputt machen? Ich glaube nicht. Damit. Wieder alles verschlafen oder was, mein Freund? Ja, schon. Das sind auf jeden Fall die anderen Gegner. Okay. Oh,
bist du denn schon wieder da oben? Ich komme zu dir. Hast du mich genannt? Lama Esel? Was soll denn das? Okay, hier scheint aber doch, da hinten ist noch einer. So, irgendwo hat doch der Schatz hier aufgelöstet, da. Kommt man eigentlich ganz gut ran. Das war aber eigentlich nicht der, den ich gesucht habe, so wie es aussieht. So, kleinen Moment. Ich muss mal die Fernbedienung kurz suchen, sonst schaltet sich gleich der Fernseher aus. Das wäre doof. So. Also der Schatz, den ich suche, der muss irgendwo da drinne sein, denke ich mal. Ja? Nämlich gerade, dass ich den so nicht sehe. Das ist blöd. Okay. Wir suchen weiter. Ja. War sehr sinnvoll. Okay, da unten. Und dann nicht weiter hoch. Eigentlich bin ich genau drüber. Langsam. Also hier nicht. Das ist der Weg, den ich eben genommen habe. Oder doch hier? Genau, das ist der Ding, das Raum. Der Dingsraum. Los gucken, ne, das geht auch nicht. Aber eigentlich muss ich genau da rein. Das von dem anderen nicht geklappt, ey. Jetzt aber ruhig hier im Kapuff. Irgendwo übersehe ich doch hier was. Ich hatte dich doch eben schon mal gekillt. Bin ich mir sicher.
So, diesmal gab es einen Kohlenwachen. War das das Ding jetzt? Nee, ne? Ja, 100. Und den Kohlewachen nehme ich natürlich trotzdem gerne mit. So, ich hätte immer eine Idee. Ich weiß natürlich nicht, ob das funktioniert. Nee, nicht da hoch. Kann ich damit die Leiter hoch? Okay, dann kann ich leider nicht klettern, okay. Sonst hätte ich den dagegen geworfen. Wieso oder so zeigt er mir auch nicht ein, an. So, dann fällt mir jetzt nur eins ein. Hier, mal gucken, was das hier ist. Okay, aber sonst keinen Eingang. Muss ich mal schauen, ob da was passiert ist. Da hat es ja doch ganz schön gebrückelt. Ah, hab's rausgefunden. Sehr schön, das war dann die Truhe. Was haben wir denn hier noch? Das Tagebuch. Unsere größte Angst ist wahr geworden. Tamerworth ist in Feindes Hand gefallen. Doch noch ist nicht alles verloren. Dank Leofried sind wir entkommen. Ungefähr ein Dutzend von uns. Ohne ihn, glaube ich, wären wir jetzt alle tot. Nun verstecken wir uns also. Warcred ist in seinem Zufluchtsort und ich in meinem. Ich soll schwer bewacht in Templeworth bleiben, bis Leofried alle Männer versammelt und seinen Plan ausgeführt hat. Bis dahin werde ich lernen müssen, die Schuldgefühle abzuschütteln, dass nur ich in Sicherheit bin. Aber nicht mein Volk. Vielleicht ist es besser, nicht zu wissen, was sich außerhalb der Mauern abspielt. So kann man das natürlich auch sagen. Haben wir hier noch einen Schatz? Ne, sieht nicht so aus. Also ich sehe zumindest mal keinen mehr. Das war dann Templeworth. Mal gucken, wo es uns in der nächsten Folge hintreibt. Ich bedanke mich fürs Schauen und sage dann mal bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.